Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich musste jetzt das Video nochmal von vorne anfangen. Die Packung ist schon offen, weil ich zu meinem großen Entsetzen, also freudigen Entsetzen, festgestellt habe, dass sie die guten alten Track-and-Eat-Tracking-Kekse, die auch liebevoll als Panzerplatten bezeichnet werden, obwohl sie nicht die Original-Bundeswehr-Panzerplatten sind, muss man dazu sagen, waren sie, glaube ich, auch nie. Trotzdem werden sie liebevoll als solche bezeichnet. Und das war, ich sage wirklich absichtlich, war ein sehr, sehr harter Keks, trotzdem noch leicht süß, war vom Kalorien-Gewicht-Verhältnis ein sehr praktisches Lebensmittel, war halt gut mitzunehmen in diesen Packungen. Die ist jetzt halt leider schon offen, denkt sie euch einfach zu, dann sieht sie auf dieser Seite, also auf, sieht sie auf der offenen Seite so aus wie auf der zuenden Seite. Überraschung. War dann wirklich ein super praktisches Lebensmittel und ich war mit denen immer glücklich und deshalb habe ich mir jetzt wieder einen 10er-Pack bestellt. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Packungen ich von den Dingern schon gefressen habe. Kann man definitiv nicht mehr zählen. Und jetzt muss ich sagen, ich habe schon beim Anfassen dieses Paket so irgendwie vom Verpackungsmaterial gedacht, irgendwas ist neu. Haben dieses Verpackungsmaterial ein bisschen optimiert, in Anführungszeichen. Und das ist nicht das Einzige, was sie optimiert haben, nämlich auch den Keks. Die sind jetzt wirklich viel, 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 viel weicher. Das ist das Erste, was einem auffällt, wenn man jetzt in so einen Keks reinbeißt. Sie haben jetzt durchgehende Löcher. Da könnt ihr es jetzt so ein bisschen sehen, wenn das Licht durchscheint. Ich denke, man erkennt's. Das hatten sie früher nur vereinzelt. Da waren sie meistens dicht, die Löcher. Die waren also nicht absichtlich durchgängig, sondern eher zufällig durchgängig oder zufällig dicht. Irgendwie so kann man das formulieren. Und der Keks ist halt anders als früher. Waren die wirklich nur mit Kraft durchzubrechen. Da hat man richtig mit Kraft hingehen müssen, dass man die klein kriegt. Jetzt kann man da so wunderbar die einfach so durchbrechen. Wahrscheinlich liegt das auch an den durchgehenden Löchern, dass da jetzt quasi Sollbruchstelle da ist. Und die sind jetzt nicht mehr so mit Kraft und so richtig mit abzubeißen, in Anführungszeichen. Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit, beziehungsweise ich habe noch ein Paket von den alten da. Die zeige ich euch mal spaßeshalber im Direktvergleich dann auch noch. So, ja, jetzt hier nochmal die kleine Ergänzung mit dem alten Keksmodell und dem neuen Keksmodell. Der war da schon eingebrochen, normalerweise ist der stabiler. Und ja, ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach nur noch mal schnell den einen alten Keks, den ich jetzt noch gefunden habe. Hier ist die Packung dazu. Der hat mehr oder weniger dieselben Nährwerte wie der neue Keks, aber Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl, Palmöl. Hier steht's. Da. Und der neue Keks hat Zucker, Sonnenblumenfett statt Palmöl. Das ist meiner Meinung nach eine Verbesserung. Zur Konsistenz, wir brechen mal den alten Keks. Also ich habe da jetzt ordentlich Kraft gebraucht und man kann richtig schön merken, ich drücke hier jetzt mit voller Kraft drauf, es ist gar nicht möglich, den Keks zu zerquetschen. Also mehr Kraft habe ich echt nicht, das kriegst du nicht kaputt, der ist wirklich saumäßig hart. Zum Vergleich, der neue Keks, zack, bricht viel leichter, bricht mit einem leichteren Geräusch und ne, ist zerbröselbar. Zack. Oh Gott, wer räumt das nachher wieder auf hier? Also allein das, daran kann man schon sehen, erheblich weicher als der alte Keks. Und jetzt nochmal einen kleinen Kauvergleich. Hört mal genau hin. Neuer Keks. Also ohne große Brechgeräusche essbar. Und alter Keks. Besonders frisch ist der auch nicht mehr. Aber noch essbar und die Packung lag wirklich ziemlich lange offen irgendwo rum. Aber der neue Keks definitiv besser, weicher, weniger süß vom Geschmack her. Und jetzt geht's weiter im Wald.
von der Konsistenz her ungefähr wie ein Butterkeks, um leicht abzubeißen. Man muss da nicht wirklich richtig draufbeißen mit Kraft, sondern einmal wie ein Butterkeks ungefähr. Aber, und das ist auch neu, die sind geschmacklich jetzt überhaupt nicht mehr süß, also gar nicht. Früher hatten sie noch einen leicht süßlichen Geschmack, wenn man den Keks also alleine gegessen hat, ohne da was drauf zu machen. Und ich sag euch gleich, macht da was drauf. Die sind perfekt geeignet, um da alle möglichen leckeren Sachen drauf zu legen. Habe ich schon früher gemacht. Früher hatte es den Nachteil, an den ich mich im Laufe der Jahre gewöhnt hatte. Und sorry, dass ich mit vollem Mund spreche, aber sonst werden wir hier gar nicht mehr fertig. Früher hatte es halt eben den Nachteil, dass du dann einen leicht süßen Keks zum Beispiel mit Käse belegt hast. Hat man irgendwann nicht mehr gemerkt. Geschmacklich. Aber es war schon so ein bisschen, für den Keksanfänger wäre es sicherlich störend gewesen. Man kann es auch auf der Zutatenliste entnehmen, die haben bloß 15,9 Gramm Zucker pro 100 Gramm, also im Kohlenhydratanteil. Da steht ja immer so und so viel Kohlenhydrate, in diesem Fall 73,9 Gramm, also sehr, 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 sehr viel. Das ist eine kohlenhydratbasierte Nahrung. Davon 15,9 Gramm Zucker, das also allermeiste in diesem Keks ist Stärke, sprich, der macht auch länger satt als ein süßer Keks, der zuckerbasiert ist, von den Kohlenhydraten her, denn Zucker wird sehr schnell umgesetzt, geht schnell ins Blut und so weiter, gibt schnell Energie, aber ist auch schnell wieder weg. Stärke hingegen braucht länger mit dem Verdauen, man hat also über den ganzen Tag in Anführungszeichen was, wenn man zum Frühstück diese Kekse futtert, und das ist halt jetzt eben optimiert, das war vorher noch nicht ganz so gut. Zweite Neuerung ist, dass der Fettanteil, der drin ist, der jetzt nicht besonders hoch ist, allerdings für so einen Keks auch relativ hoch mit 11,5 Gramm Fett pro 100 Gramm Keks, der besteht jetzt aus Sonnenblumenmargarine. Einfach ausgedrückt. So, sorry für diesen eigenartigen Schnitt hier gerade und weshalb ich jetzt komisch rumstehe und mit Wackelkamera filme, liegt daran, dass ich mich da eben jetzt total verplappert habe und das irgendwie doof war, und deshalb habe ich gedacht, ich mache das jetzt gerade nochmal quint nochmal. Also, die wesentliche Neuerung in der Zusammensetzung der Kekse besteht darin, dass sie jetzt mit Sonnenblumenfett ausgestattet sind. Vorher war es Palmöl, und wenn man die vorher gekauft hat, hatte man immer das Problem, dass man ein Palmölprodukt kauft und das Palmöl in den seltensten Fällen aus nachhaltigen Anbau stammt, muss ich wahrscheinlich niemandem von euch erzählen. Das Zeug ist scheiße, weil man rodet Regenwald, um dann entsprechend auf der gerodeten Fläche Ölpalme anpflanzen zu können, um Palmöl zu gewinnen. Ist ja in jede Menge tollen Lebensmitteln drin, wo man es gar nicht vermuten würde. Und ja, wie gesagt, wenn man irgendwie dran vorbeikommt, Produkte mit Palmöl zu kaufen, dann sollte man das meiner Meinung nach tun. Und bisher hat es mich immer sehr bei den Keksen geärgert, dass halt Palmöl drin war. Ich habe sie trotzdem gegessen, weil es halt eben nun mal für den Outdoor-Bereich ein gutes Produkt ist. Und ja, wie gesagt, jetzt ist es nicht mehr drin. Das erleichtert mein Gewissen doch sehr, wenn ich die Dinger futtere. Zweitens bilde ich mir ein, es schmeckt auch besser. Gut, das war der Einschub. Das ist jetzt alles super. Und jetzt geht's weiter mit dem regulären Video. Also kann die Kekse jetzt noch mehr empfehlen. Zu den Kalorien habe ich noch gar nicht gesagt. 433 Kilokalorien pro 100 Gramm. In einer Packung sind 12 Kekse. Die sind zusammen 125 Gramm. Also ein Keks hat so ungefähr 10 Gramm. Ein ganz kleines bisschen mehr. Man sollte übrigens viel dazu trinken, weil die einen relativ trockenen Mund machen. Aber kann jetzt nichts trinken, weil die Farbe von meinem Wasser ist schon wieder so komisch. Und das braucht ihr jetzt nicht sehen, sonst denkt ihr schon wieder, ich würde nur schwarzes Wasser trinken. Ich will ja keine seltsamen Gerüchte hier in die Welt setzen. Ja, was gibt's noch zu den Teilen zu sagen? Also meine frisch gekaufte Packung hier ist jetzt bis 2019, bis April 2019 haltbar. Macht 3 Jahre, weil im April habe ich sie gekauft, 2016, und bis 2019, gut,
ist halt vielleicht nicht unbedingt was für die Krisenvorsorge bis in alle Ewigkeit. Es ist auch, glaube ich, keine gute Idee, diese volumentechnisch doch relativ großen Kekse als Krisenvorrat zu Hause in riesigen Mengen zu bevorraten. Da kann man dann auch Dosenbrot nehmen oder ähnliches. Aber ja, Anwendung. Ich benutze die Dinger als Brotersatz. Das ist quasi wirklich wie Knäckebrot für mich. War schon früher so, wo sie noch leicht süß waren und jetzt erst recht. So, und dann machen wir jetzt eine kleine Keksverköstigung, weil da ich mit diesen Keksen ja schon eine Weile Erfahrung habe, habe ich jetzt diverse Rezeptideen durchprobiert, mit was die alles gut schmecken, und das zeige ich euch jetzt mal. Ja gut, dann kommen wir mal zu meinen großartigen Kekskreationen. Ich versuche mal hier mit möglichst wenig Wackelkamera die einzelnen Kekse ins Bild zu bekommen. Das hier ist der klassische Käsekeks. Der hat den Vorteil, Käse rausnehmen, Käse auf Keks legen, Käsekeks fertig. Nur hier zu Dekorationszwecken und weil ich gerade welchen gefunden habe, mit etwas wildem Schnittlauch garniert. Schmeckt gut, macht satt und man kann eigentlich beliebig, je nach persönlichem Käsegeschmack, fast jeden Käse verwenden. Ist natürlich demzufolge auch für Vegetarier geeignet. Das ist jetzt Edamer. Schmeckt auch sehr gut mit Gouda. Die nehmen sich ja ohnehin nicht so viel geschmacklich. Tilsiter hatte ich auch schon, das war auch lecker. Mir persönlich passen so herzhaftere Käse, wie zum Beispiel Bergkäse oder was, auf dem Keks nicht so. Da brauche ich eher dann ein intensiveres Brot, was ja geschmacklich einfach nach mehr schmeckt. Das passt mir auf so einem milden Keks nicht so wirklich. So, hier ist das Modell Salami mit Chili-Rand. Üblicherweise habe ich auf Tour so eine lange Salami dabei, wo man sich halt ein paar Scheiben runterschneiden kann. Entweder die meistens so ein 600 Gramm Ding bei uns aus dem Supermarkt. Die ist hervorragend, die ist auch nicht ganz billig. Das ist so eine Dauerwurst, das heißt, die ist auch lange haltbar und die kann man wirklich locker eine Woche mit sich rumschleppen, auch wenn sie schon angeschnitten ist. Sofern man jetzt nicht gerade unbedingt in den Tropen oder in der Sahara oder sonst wo unterwegs ist, wo es dann halt entsprechend warm ist. Aber ja. Da ich ja meistens im Norden auf Tour bin, funktioniert das sehr gut. Auch hier wieder dekoriert mit ein kleines bisschen Schnittlauch. Das hier ist die Deluxe-Ausführung. Eigentlich schon fast quasi mein Standardkeks. Mein Standardkeks besteht nämlich aus Dosenliona, die hier ist jetzt frisch vom Metzger, mit ein bisschen Remouladensoße. Und da muss man jetzt sagen, ein Nachteil der neuen Kekse ist, dass die ja die durchgehenden Löcher haben, weil man konnte früher auf den Keks ohne die durchgehenden Löcher die Remoulade unten quasi wie Butter draufschmieren und die Wurst drauflegen, hat besser gehalten beim Abbeißen. War von daher recht praktisch, da konnte man sich gleich mal 20 Kekse richten und die dann verzehren. Also 20 Kekse ist ein bisschen übertrieben, aber sagen wir ein paar Kekse. Ja, und rechts daneben den Dessertkeks. In diesem Fall mit einer halben Joghurt-Milchschnitte. Ist im Prinzip eine Milchschnitte, heißt aber Joghurtschnitte. War gerade neu heute im Supermarkt zu haben, schmeckt eigentlich ganz cool. So, und das sind jetzt eben besagte Kekse, die ich jetzt mal verköstigen werde. So, wir kommen zu Keks Nummer 1. Das Modell mit Käse. Ich habe den halben Keks verloren. Ja, ausgezeichnet. Also gerade bei so einem milden Käse. Und sorry, dass ich schon wieder beim Quatschen kaue und umgekehrt. Ja, dann kommen wir zum Salami-Keks, ebenfalls mit etwas wildem Schnittlauch. Das ist meine mit Abstand leckerste Salami, die habe ich jetzt gerade zu Ostern geschickt bekommen. Da kommt dann immer zu diversen Feiertagen ein entsprechendes Paketchen. Ist natürlich ausgezeichnet. Man muss beim Essen dieser Keksbrote, in Anführungszeichen, ein bisschen drauf achten, dass einem der Keks nicht auseinanderfliegt, wenn man reinbeißt. Das machen sie nämlich gerne, sprich immer schön gut festhalten und quasi so das Eichhörnchen machen. Das ist so irgendwie so in dieser Richtung. Ja, schön scharf die Salami. Kommen wir zum Deluxe-Keks mit Schnittlauch, Topping, etwas Remouladensoße und der guten Metzger-Liona. Gleich zwei Scheiben, damit sich das auch lohnt.
Auch hier wieder Keks gut festhalten. Kommen wir zum Dessertkeks. Sieht gut aus. Mal gucken, wie er schmeckt. Also sowas hat man im Normalfall auf Tour. Na, da habe ich schon wieder ein Stück Keks verloren. Auf Tour natürlich nicht dabei. Ist aber sehr lecker. So, ein letztes bleibt noch zu tun. Denn früher bei der Bundeswehr hieß es, 2 bis 3 Panzerkekse wären in der Lage, eine Kugel aufzuhalten, wenn man sie in der Hemdtasche trägt. Das probieren wir jetzt mal. Naja, eine Kugel habe ich nicht, aber... Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, denn Lebensmittel auf so eine Art und Weise zu verschwenden ist blöd. Das mache ich deshalb stellvertretend für uns alle mit 2 Keksen, damit wir anderen alle unsere Kekse nicht messern müssen. So. Womit bewiesen wäre, das Gerücht, die Kekse würden eine Kugel aufhalten, stimmt wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht mehr mit dieser Version der Kekse. Ja, dann kommen wir zum Schluss noch zum Keksfazit. Die Neuerungen, in Anführungszeichen, im Vergleich zum Vorgängermodell gefallen mir sehr. Ich finde die Kekse damit quasi noch idealer als Trekkingfutter für unterwegs, insbesondere für die Mittagspause. Denn wenn man bei der Mittagspause sich erst irgendwie großartig was köcheln muss und so weiter und so fort, hat man dann ein Problem, wenn Scheißwetter ist. Da muss man erst sich einen Unterstand bauen, bevor man sich da was machen kann. Klar, das kann man auf einer super gemütlichen Tour mal machen, aber ich persönlich bin da nicht so der Typ für. Ich baue mir, wenn ich angekommen bin, mein Lager und ich schlage es wieder ab und dann gehe ich weiter. Und dazwischen mache ich nicht großartig, außer es ist super schönes Wetter, eigentlich nicht großartig lange Pause. Und gerade wenn das Wetter wirklich richtig mies ist, dann ist es super, wenn man was hat, was man unterwegs einfach knabbern kann. Dann läuft man halt wirklich den ganzen Tag durch, weil man keine Lust hat, Pause zu machen. Und knabbert halt quasi kontinuierlich am Keks. Man kann sich in zum Beispiel so eine halbe Packung auch noch wunderbar noch ein paar Salamischeiben oder ein bisschen Käse, je nachdem, was man halt dann noch dabei hat auf der Tour, mit reinlegen und das zusätzlich zum Keks essen. Dadurch, dass die Dinger so trocken sind, machen sie Durst. Das ist gut, denn die meisten Leute, wirklich die allermeisten Leute, trinken auf einer längeren Tour ohnehin viel zu wenig. Und wenn man dann Durst bekommt, dann denkt man wenigstens dran, dass man was trinkt. Geht mir auch so. Und mir hilft das dann, wenn ich so ein trockenes Zeug esse. Und Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis ist ganz okay. Ein bisschen blöd ist natürlich die Verpackung. Da hat man dann irgendwann schon ein paar von diesen Dingern, die man in der Gegend rumschleppt. Und, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, das Innenleben hier ist halt nochmal zusätzlich diese Wellpappe. Die verhindert zwar sehr gut, dass die Kekse einem im Rucksack zerbrechen. Da muss man schon enorm grob mit umgehen, damit das passiert. Also die bleiben in der Regel ganz. Aber es ist halt nochmal zusätzlicher Müll. Das müsste halt einkalkulieren, dass er das halt alles wieder mit nach Hause schleppen muss. Natürlich ist das relativ klein verpackbar, aber ja, es summiert sich, wenn man viele von diesen Kekspackungen dabei hat. Deshalb hatte ich die meistens auch eher so für mittlere Trekking-Touren. Ich bin ja mal bei meiner größeren Waldfragestunde da gefragt geworden, was ich denn so normalerweise als Verpflegung dabei habe für die Mittagspause. Und standardmäßig 50 Gramm Erdnüsse und 50 Gramm Schokolade, weil das funktioniert ähnlich wie diese Kekse, aber die sind halt auch schon richtig gut und das ist dann schon ein bisschen für Luxustouren in Anführungszeichen mit den Keksen. Gut, und jetzt nochmal ganz abschließend, mache ich ja normalerweise nicht, dass ich sage, wo kriegt man das Zeug. Ich habe auch hier keinen Werbedeal oder irgendwie sowas in der Richtung, bekommen wir immer überhaupt nichts dafür von. Aber mit diesen Keksen habe ich mich wirklich lange auseinandergesetzt und lange nach dem günstigsten Angebot gesucht. Und meines Wissens, sofern ihr nichts Besseres kennt, ist das billigste Angebot, um an die Teile ranzukommen, der 10er-Pack bei Globetrotter Ausrüstung, weil da kostet die Packung bloß 1 Euro. Und bei jedem anderen, im 10er-Pack dann, bei jedem anderen Mensch, der diese Kekse verkauft, habe ich das so günstig noch nicht gesehen. Aber vielleicht weiß ich das auch nur nicht besser. Ja,
mehr habe ich dem dann nicht hinzuzufügen. Drehe zu Hause nochmal im Vergleich quasi den Standardkeks und schneide das dann in irgendeiner Form so zusammen, dass es hoffentlich halbwegs vernünftig aussieht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.